Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir hier im Zybak gewesen und haben Informationen herausgefunden, wie wir Colette retten können. Und zwar mit einer Einfassung, die irgendwie nicht geklappt hat. Mit einer Schutzfassung, meine ich. Und währenddessen wurden wir von diesen Leuten aus Tokio irgendwie gefangen genommen, weil Genesis und Rain Halbelfen sind und weil Zellos uns nach Silverand begleiten wollte, weil wir Dick fragen wollten und so weiter und so fort. Und gerade ist hier ein Skid irgendwie einfach weggegangen. Deswegen versuche ich nochmal zu laden. Das kann doch nicht sein. Da war gerade ein Skid und das ist, bevor ich aufgenommen habe, einfach so weggegangen. Kackbrechen. Ja, verdammt, ich muss wieder die Gruppe ändern. So, ich habe Colette rausgenommen erstmal. So. Alles klar. Skid ist nicht mehr da. Ah. Soll ich ein bisschen warten, bis er wieder auftaucht? Oder? Halt mal, wir haben eine Karte von Silver und mein Gott, das sieht ja richtig schon mal aus. Also, es kommt schon, Skid muss mal wieder auftauchen. Wettlauf mit der Zeit ist das, glaube ich. Hallo? Na toll. Oder nicht. Wenn jetzt gleich irgendwas passiert, dann... Wettlauf mit der Zeit jedenfalls hieß das. Könnte ja mal googeln. Chinas Spruch. Ja toll, als nicht das gerade war. Okay. Ich auch. So, ich wäre gerade auf, wir müssen durch die verdammt lange Brücke hier wieder zurück, ey. Oh Gott, ey. Komm schon, Wettlauf mit der Zeit. So, wieder kommen. Na, komm schon. Wir haben Skid verpasst, was soll das? Stehen. Ich warum ist er einfach weggegangen? Ich habe mich nicht mal bewegt. Ich stand nur da rum. Angucken kann ich mir, glaube ich, nicht. Ne? Ah, egal. Man kann ja nicht alles haben. Okay, wie viele Screens war da noch mal lang? Okay. Das kann schon wieder dauern. Wer baut so eine lange Brücke, ey? Können wir nicht irgendwie so einen Teleporter oder so benutzen? Warum möchte ich überhaupt schon wieder so Sachen brennen? Jetzt müsste es kommen. Jetzt kommt ein Boss und ich verrecke. Da muss ich nochmal über die ganze Brücke rennen. Hey! Ich glaube, mein Schwein pfeift. Mist, sie versuchen uns den Weg abzuschneiden. Komm schon, wir müssen springen. Halt, stopp, außerhalb. Bist du bescheuert? Wenn wir von hier runterstürzen, werden wir sterben. Wieso, das ist doch Wasser. Und wenn wir sie im Stich lassen, werden sie auch sterben. Die Verfolgung sollte fortgesetzt werden. Mann. Colette ist die einzige, die irgendwie rübergesprungen ist. Oh, sehr schön. Sichere Landung dank einer unbekannten Kraft. Keine Schäden feststellbar. Bist du ein Cyborg oder was? Puh, ich dachte, wir müssen sterben. Danke, China. Ich war wirklich froh, dass ich sie rufen konnte. Entschuldigung, aber Professor Rain und Genesis sind... Das stimmt, wir müssen sie retten. Verdammt, sie müssen entkommen sein. Lasst unsere Freunde frei. Ruhe. Du mich auch.
Mach mal hier links. Und wer magisches Auge. Weil ich es kann. Donner. Angriffe, Angriffe, ne? Stimmt. Beast! Zack. Sehr schön. Wo wir immer noch dauernd Schaden bekommen. Beast! Was? Ich hab auf Beast eingesetzt, Mann. Zack. Mein Gott, nur physische Angreifer hier. Level Plus. Erfahrung 1000, was? Leute, Freunde! Ihr seid gekommen, um uns zu befreien. Ich weiß sowieso nicht, warum wir die einfach laufen lassen. Ey. Natürlich, ihr seid unsere Freunde. Aber wir sind Halbelfen. Und was willst du damit sagen? Leute, wussten wir schon viel früher? Was ist mit dem Teil unserer Gruppe, der aus Tetrala stammt? Habt ihr etwas dagegen, wenn wir euch begleiten? Ich stamme aus Mitsuso. Wir sind auch nicht gerade das, was man durchschnittlich nennt. Und trotzdem sind wir nicht viel anders als andere. Um ehrlich zu sein, kann ich nichts gerade behaupten, dass ich dieselbe Meinung bin. Auf der anderen Seite haben die Leute mich immer anders behandelt. Sie sagten, ich würde vom Engeln abstammen. An einem gewissen Punkt sind wir uns also sehr ähnlich. Ich will nach Hause. Ich verstehe. Gut. Übrigens, warum ist China hier? Ich habe Anweisungen von meinem Oberhaupt, eure Aktivitäten zu beobachten. Was? Noch eine? Das ist typisch von Mitsuo. Sie können sich einfach nicht entscheiden, ob sie sich auf der Seite des Königs oder auf eure stellen sollen. Damit sind wir schon zwei Leute, die uns kontrollieren. Aber ich tue euch nichts und versuche auch nicht, euch im Weg zu stehen. Also? Das wissen wir. Du bist eine ehrliche Person. Vielleicht ist das dein Fehler. An diesem Punkt ist mir alles recht. Jetzt müssen wir nur noch China dazu bringen, einen Pakt mit Volt zu schließen, damit wir diese Riots wieder in Stand setzen können. Volt? China? Ah, nichts. Sollten wir nicht zuerst die Riots holen? So oder so, der Tempel von Volt befindet sich auf der anderen Seite der großen Brücke von Tetrala. Ja, super. Es geht schneller, wenn wir die Riots abholen, weil die Brücke zurzeit geschlossen ist. Abholen? Wie willst du diese Dinger bewegen? Lass das ruhig meine Sorge sein. Ich habe für diesen Fall eine geheime Waffe in petto. Was für eine geheime Waffe? Es macht keinen Spaß, wenn ich die Überraschung verrate. Lass uns jetzt vormarschen, auf in das Fuji-Gebirge. Okay. Ich kann es nicht fassen, dass wir diese Berge schon wieder besteigen müssen. Jetzt und Rain haben sich der Gruppe angeschlossen. Keine Ahnung, irgendwie die Reaktion von China. Zu urteilen habe ich so das Gefühl, dass sie Angst vor Blitzen hat. So ganz nebenbei. So ein bisschen offensichtlich, oder? So, jetzt sind wir zu sechs sogar. Nee. Zu siebt. Stimmt. Jetzt haben wir eine richtig große Auswahl. Aber lass mal die Gruppe erstmal. Zellos kann ja auch heilen, ne? Was du noch nicht gelernt hiervon? Double Demon Fang, Air Frost, Thunderblade, First Aid. Warum lernst du das nicht? Halbelfen in Tetrala. Schikashi, Riffil-sama to Gakincho-ga Half-Elf datta to. Nanda yo, omae made sabetsu suru tsumori ka? So iu kedo na. 生まれた時からこっちはそういう教育を受けてるんだぜ。ハーフエルフは愚かで野蛮で汚らわしい生き物。マイゴッド、アンサーファーマー。怒るなよ、一般論だ。まあ、まだちょっとしか一緒にいないけど、俺たちと変わらないいいやつだってことは分かるぜ。ならいい。分かってても割り切れないのが差別ってやつの根本なんだよな。 Okay. Bitte keine Rassisten in unsere Gruppen. Was? Oh, stimmt. Wie sie halt draufgeklärt ist, richtig süß. Okay, dann müssen wir jetzt zum Fuji-Gebirge. Das ist zum Glück
Da, wo ich weiß, wo es ist. Ja, sehr schön, sehr schöner Satz. Okay. Hier war das doch. Nee, hier war das nicht, glaube ich. Da, wo das Gelbe ist. Ja, okay. So viel dazu, ich weiß, wo es ist. Nein! Ich kann mich noch nicht auf alles konzentrieren. Aua. Bad Water. Boah, was? Ja, schön. Ich soll mal vielleicht mal kochen, irgendwie ein bisschen ändern. Presea. Ich muss Presea am Kochen. Auf allem, ich habe irgendwie nichts, was ich ein paar Mal. Oh, Obstsalat, gut. Da kann ich ein paar Mal kochen. Beliebige Obstsorte, das ist schon mal sehr schön. So, da. Du hast dich verändert. Auch verändert. はい。へえ、斧使いかい。ちょっとそれを持たせてくれよ。どうぞ。おお。あんた、こんなもん振り回してんのかい。斧の重量で破壊力が増大します。さすがプレセア。理にかなってるよ。プレセアって綺麗なだけじゃなくて賢いんだね。ジーニアス、あんたも随分変わったね。 Okay, hier war das, ne? Fuji-Gebirge. Ja, Fuji-Gebirge. Es sind also wirklich Monster aufgetaucht. Aber das Ritual der Erneuerung wurde doch gar nicht abgeschlossen, als wir es... Also, was geht hier vor? Wenn es nicht auf eine Abnahme des Manas zurückführen ist, ist es vielleicht das Werk von Kruxis. Um Colette zu schaden? Können die sowas? Es ist nur eine Vermutung, wir wissen es nicht. Okay. Ey. Aufspieler. Kann man in der Luft angreifen? Ja, aber nicht so elegant. Als dass es wirklich schwer. Aber Aufspieler. Verdammt. Ja, mein Magen, wie hat er überhaupt gebracht? Wow, sie ist ein richtig beschissener Koch. Sehe ich gerade. Egal. Wenn er jedes Gericht dann aufnehmen muss, hat er richtig blöd gemacht. Ja, in späteren Spielen irgendwie besser gelöst. Das geht auch richtig in die Kosten, weil sie neuen aus Tetra bis. Schön. Sehr schön. Verdammt. Dann nochmal Presser. Jawohl. Sehr schön. Jetzt bitte nicht wieder. Ich will eigentlich nicht gegen jeden Gegner hier kämpfen, der. Auftaucht. Wutig. Wie bringt's das nicht so, finde ich. Läuft einfach ihr so ein riesengroßes Viech rum, ey. Mein Gott, da bringt's voll. Obstsalat. Merke ich gerade, ey. TP-Heilung. Oh. Well, <fuck. lacht> Nicht alle auf mich, das wäre sehr unschön. Aber. So, wie gesagt, ich möchte gegen jeden Gegner hier kämpfen, der mir über den Weg läuft. Mein Gott. Oh, cool. So, shit. Lange habe ich gar keine Probleme mehr hier mit der Schwierigkeit. War mal schlimmer. Komm, stell auf schwer. Dann bin ich wieder feig.
Nein, lieber dich. So, ich bin wieder der einzige, der TP-Problem hatte. Wie geht denn das? Speicherpunkt, das weiß man, obwohl zur Sicherheit. Nee, lass mal. Nee, komm schon, ich bin schon stark genug. Ja, Vertrauen in mein Können, irgendwie, glaube ich. Hey, Tellus, wie sollen wir die hier bloß tragen? Oh, ich zeige es euch. Kommt mal kurz rüber. Ihr seid in meine Falle getappt, ihr Narren. Hey, er hat dich eben Dummkopf genannt. Tellus ist ein Tollpatsch. Ach, jetzt bin ich aber so traurig. Du, hol die Reaz. Jawohl, Sir. Dieses Mal gehörst du mir, Lloyd. Mist. Und wer ist das? Oh, Lloyd. Juhan. Lord Juhan. Was führt euch an diesen Ort? Ich glaube, ich bin dieser Lady schon mal irgendwo begegnet. Ich sollte euch dasselbe fragen, Pronyma. Die Rolle von euch des Science ist es, in der sterbenden Welt verheerenden Schaden anzurichten. Ich bin auf die Anweisung von Lord... ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Yggdrasil hergekommen. Um Colette zurückzuholen. Bitte übergeben Sie mir. Gut. Aber im Gegenzug nehme ich Leute in Gewahrsam. Ich schätze, ihr habt keine Einwände. Ich habe keine Anweisungen hinsichtlich seiner Person erhalten. Ihr könnt also tun und lassen, wie euch beliebt. Mein Gott, kann jemand das Geräusch abstellen? Das ist voll nervig. Colette, geh nicht. Ah, ein sinnloser Versuch. Deine Worte können eine... Auserwählte nicht erreicht, die ihre Seele verloren hat. Was ist das? Warum befindet sich der Kruxkristall in einer solch geschmacklosen Schutzfassung? Wie erbärmlich. Ich werde dieses hässliche Ding sofort entfernen. Nein! Es ist ein Geburtstagsgeschenk von Lloyd. Colette spricht. Colette, bist du wieder okay? Was? Warum seid ihr alle in diesem Ding? Ausgeschlossen. Es ist unmöglich, dass diese armselige Schutzfassung den Kruxkristall standhält. Wow, nicht schlecht, Lloyd. Wie konnte das passieren? Es ist letztendlich nicht als schnöder Tand. Es wird nicht lange halten. Komm jetzt mit. Ja, lass mich in Ruhe. Hoppla. Ich wollte gerade sagen, kann jemand dieses verdammte Geräusch abstellen, ey? Oh nein, ich habe es zerbrochen. Super, gut gemacht, meine kleine Colette. Ich glaube, ich bin dabei, mich zu verlieben. Haha, das ist unsere Colette. Manche Dinge ändern sich eben nie. Es ruft einige schmerzhafte Erinnerungen in mir wach. Colette. Lloyd, danke für das Geschenk. Ich habe mich so gefreut. Ich war richtig glücklich darüber, aber ich konnte es damals nicht zeigen. Ist jetzt schon in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Hinter dir! Du Pflege, jetzt wirst du sterben. Geh weg. Okay, dann weiß ich nicht. Wo Leute gerade schön im Angriff. Magisches Auge, jetzt kriegen wir wahrscheinlich voll aufs Maul, ne? 18.000, okay. Ich habe keinen Heiler in der Truppe. Lass mich verarschen. Aber ich habe mehr Friedensche angehabt, aber da könnte ich mich auch nicht schlecht sein. Boah. Wow, das. Okay, sie bekommt ja auch mehr Schaden. Steht bitte nicht alle da. Warte, mir Shoujin. Schon mal irgendwo gehört. Was? Hey! Ja, ich hab Dings einsetzen sollen. Ah. Hab ich genug? Ich hab nicht genug davon. So, komm. Majinken, okay. Halt euch! Sonic Sword Raiden. Okay. Aber
Leute, bist du noch? Okay, du bist noch am Leben. Aber wir sind gleich nicht mehr am Leben, wenn das so weitergeht. Zellus, du kannst ruhig ein bisschen mehr so auf Heilen überwechseln. Wie kann ich halt? Ja, super. Wenn ich nicht irgendwie darauf einstellen, dass du heilst. Das ist die Gegnerauswahl. Das ist. Entschuldigung. Heilen. Ah, fuck, wir sind alle tot. Aua. Trank des Lebens. Ich könnte ja mal Energietabletten einsetzen. So, ich könnte jetzt mal ein Ding einsetzen, ne? Oder? Machen wir mal. Zack, so. Mein Gott, hör auf damit. Ist nicht witzig. Ich glaube, den Angriff setzt mich einfach ein. Ich habe keine TP mehr, aber so. Habe ich nicht mehr Schützen. Na, no, jetzt teleportiert sich wieder weg. Ja, Leute, du hast ein paar Probleme, habe ich das Gefühl. Ja. Oh, was zum Teufel war das denn? Was heißt Dings? Nein. Warum habe ich ihn nicht Raiden ins Team genommen, ey? So. Mein Gott, hör auf damit! Wir kriegen die Papi nicht mehr abgezogen, ey. Doch nicht, ey. So, jetzt aber. Ach, komm schon. Sie war schon so gut wie am Boden. Scheiße, auch komm schon, einfach angreifen. Ja, los, geht lieber weg. Wir brauchen jemanden, der heilt. Sind normale Leute mal mit einer P hier? Noch überlebt. Aua. Oh ja, hey. Oh, sehr schön. Oh, leck mich doch an. Oh, leck mich doch an China. Komm schon. Oh, sehr schön. Und alle haben Level Up. Titel Großschnauze erhalten. Das ist die perfekte Gelegenheit, John. Jetzt werde ich unsere Rechnung gleichen. Hallo, wir haben nicht genug KP und so. Soll ich irre? Kratos! Was tust du hier? Geh, John. Lord Yggdrasil hat dich rufen lassen. Willst du die Auserwählte mitnehmen? Nein, wir lassen sie für den Augenblick in Ruhe. Es ist die Toxikose. Verstehe. Leute, wir müssen unseren Kampf verschieben. Oh Mann. Er ist auch ein Engel? Ja, ne? Habe ich mich gerade auch irgendwie gefragt. Verdammt, John, halt! Was tust du? Was? Warum bist du den weiten Weg bis hier nach Tetale gekommen? Ich bin hier, um Colette zu retten. Welchen Nutzen soll es haben, die Auserwählte zu retten? Das System der beiden Welten, die um das Mana konkurrieren, wird sich niemals ändern. Sie haben lediglich aufgrund des Erneuerungsrituals die Position gewechselt. Hat der Verfall von Tetale schon begonnen? Der Turm des Heils ist auch von dieser Welt auch noch von dieser Welt aus auch noch zu sehen. Solange er hier existiert, geht es dieser Welt noch gut.
obwohl Tetoller sich sicherlich von seiner Ehre des Ruhestands verabschieden muss. Wenn die Auserwählte zum Schrein von Martell wird. Verdammt, kann man denn überhaupt nichts machen? Yggdrasil ist diejenige, der diese verdrehte Welt erschaffen hat. Lord Yggdrasil betrachtet sie nicht als verdreht. Wenn du etwas dagegen tun möchtest, dann setz deinen Verstand ein. Ich dachte, du wolltest keine Fehler mehr begehen. Ja, okay, das werde ich tun. Dieses schwachsinnige System mit den beiden Welten, die sich gegenseitig ihr Mana einreißen. Ich schwöre dir, ich werde das ändern. Nun, dann streng dich mal an. Jetzt fällt es mir ein. Bronima war diejenige, die auf dem Projekt in der Asgard-Farm. Das bedeutet, sie ist ein Design. Jetzt, da Kratos gekommen ist, um sich einzumischen, scheint es wirklich so, als seien die Designs und Krux ein und dieselbe Organisation. Wahrscheinlich hat auch John mit Kruxes zu tun. Ach, das ist alles so verwirrend. Mit anderen Worten, sie sind alle unsere Feinde, richtig? Ja, das bedeutet, wir gegenüber allen vorsichtig sein müssen. Auch gegenüber den Abtrünnigen. Colette, bist du wieder völlig hergestellt? Kannst du auch wieder fühlen und so? Ja, ich denke, ich bin okay. Ich danke euch allen. Und es tut mir leid, dass ich euch so viel Kummer bereitet habe. Hey, wisst ihr was? Ich glaube, ich bin seit langem wieder einmal hungrig. Das ist großartig. Scheint jedoch, dass ich meine Flügel behalten habe. Oh. Genau wie ich dachte. Colette ist definitiv hübscher, wenn sie lächelt. Mal nachdenken. Du bist Zellos. Oh, du erinnerst dich an meinen Namen. Wir Auserwählten müssen zusammenhalten, wie du weißt. Weißt du, was ich meine? Okay. Was sollen wir jetzt tun? Da Colette ihre Seele zurückgehalten hat, gibt es für uns keine Notwendigkeit mehr, sofort nach Silverrun zurückzukehren. Aber wir wissen, was wir zu tun haben. Wir werden einen Weg suchen, wie wir beide Welten retten können. Wir werden verhindern, dass es weitere Auserwählte wie Colette geben wird. Ich stimme Leute zu. Ich habe es auch Sheena versprochen. Colette? Es ist mit Bisseya. Es ist nicht fair, sie mit uns herumzuzerren. Ich möchte nach Hause. Oh ja, stimmt. Wir müssen Bisseya noch zu dieser Karte Kate bringen. Ich vermute jedoch, dass wir die große Brücke von Tetol nicht mehr benutzen können. Ich habe gute Beziehungen in Meltoko. Lass uns dort um Hilfe bitten. Aber wir sind gesuchte Verräter. Werden sie uns überhaupt in Meltoko hineinlassen? Überlass das mir. Ich kenne Meltoko wie meine Westentasche. In Ordnung. Wir zählen auf dich, Zellos. Genau, ihr könnt immer auf mich zählen. Nun, meine Süßen, auf nach Meltoko. Colette. Was ist los, Lloyd? Schön, dass du wieder da bist. Hey, ich freue mich auch. Ich mich auch. Ich möchte jetzt zurückgehen und speichern. Danke. Ein verlorenes Herz. Gucken wir uns noch an. Bevor wir verschwindet. Was? Ich habe halt nicht weggedrückt, aber irgendwie so kurz. Okay. Würde ich mal sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicle Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Oh, verdammt.